Häschen ist mit seinem Motorrad auf der Autobahn. Mit 100 Stundenkilometer überholt es ein Auto. Während Häschen das Auto überholt, ruft es den Fahrer zu. Kennst du Jesus? Der Autofahrer ruft Häschen hinterher. Nein, Jesus kenne ich nicht. Mit 160 fährt Häschen an einer Polizeistreife vorbei und fragt wieder. Kennst du Jesus? Noch bevor der Polizist etwas antworten kann, ist Häschen auch schon vorbeigefahren. Der Polizist sagt zu seinen Kollegen, wenn er weiterhin so schnell fährt, dann wird er Jesus heute noch persönlich kennenlernen. Mit 240 km/h fährt Häschen an Papst vorbei und fragt ihn, kennst du Jesus? Der Papst sagt daraufhin zu seinem Chauffeur, los, gib Gas, da ist jemand, der will Jesus kennenlernen. Allerdings sind sie viel zu langsam, um Häschen noch einzuholen. Nach ein paar Kilometern sehen sie, dass Häschen in Straßengraben liegt. Das Motorrad hat einen Totalschaden. Aber Häschen ist nichts passiert. Sofort fängt der Papst an zu beten. Gott sei Dank, dass du Häschen beschützt hast. Er geht zu Häschen hin und sagt ihm, ja, mein Sohn, ich kenne Jesus. Daraufhin sagt Häschen, frag ihn, wo Bremse ist. Hallo, ich bin Jens der Christ. Vielleicht fragst du dich jetzt, genauso wie Häschen, wo ist meine Bremse in meinem Leben? Häschen hat anscheinend gehört, dass Jesus die Lösung aller Probleme ist. Und darum hat Häschen jemanden gesucht, der Jesus kennt. Wenn du gerade in deinem Leben die Bremse suchst, dann such doch auch jemanden, der Jesus kennt. Und bitte ihn dir zu helfen, die Bremse zu finden. Wenn du gerade nicht weißt, an wen du dich wenden kannst, dann kannst du mit uns Kontakt aufnehmen. Wir werden mal schauen, wie wir dir weiterhelfen können.